Soweit, vielen Dank für die freundliche Einführung in den heutigen Abend und die Vorstellung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Abend hier zu Ihnen über Friedrich den Großen und Schloss Sanssouci sprechen darf, aus zwei Gründen. Einmal, weil ich dem Haus, also der Hermann-Ehlers-Akademie, sehr verbunden bin, denn ich habe hier, wie Herr Krumrey das schon sagte, einige sehr schöne Jahre als freier Mitarbeiter verbringen dürfen, bei der Gelegenheit auch viele Studienreisen nach Berlin und Potsdam geleitet. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, den habe ich Ihnen vorhin bei dem kleinen Vorgespräch nicht verraten, warum ich mich besonders freue, heute Abend in der Hermann-Ehlers-Akademie über Friedrich den Großen und Schloss Sanssouci sprechen zu dürfen. Vor 19 Jahren, damals saß die Hermann-Ehlers-Akademie noch in der Gurlitzstraße in Hohjesdorf, hat der, manche sagen schon fast legendäre, ehemalige Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Hans-Joachim Giersberg, das war 1993 zum 1000-jährigen Jubiläum von Potsdam hier in Kiel, einen Vortrag gehalten über Park und Schloss Sanssouci. Und damals kam ich im Anschluss an den Vortrag in der Hermann-Ehlers-Akademie mit Herrn Giersberg ins Gespräch. Und aus diesem Gespräch ist meine Tätigkeit für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten erwachsen. Ich habe also eine Zeit lang während meines Studiums immer wieder als Schloss- und Ausstellungsführer in Potsdam, vor allen Dingen im Park von Sanssouci, gearbeitet. Der französische Philosoph Voltaire, der ja bekanntermaßen mal ein etwas innigeres und mal ein etwas weniger inniges Verhältnis zu Friedrich dem Großen gehabt hat, hat 1752, so wird jedenfalls gemutmaßt, ganz geklärt ist das nicht, zu seinem Zeitgenossen, dem Marquis d'Argan, vermeintlich gesagt, der Preußenkönig, also Friedrich II., hält alles und jeden in Bewegung. Ich glaube, das wird bis in alle Ewigkeit so bleiben. Und der schöne Besuch heute Abend zu dem Vortrag belegt das, wie das auch dieses Bild belegt, das ich Ihnen zu Eingang meiner Ausführungen zusammengestellt habe. Wir befinden uns im Jubiläumsjahr. Deutschland feiert den 300. Geburtstag Friedrich des Großen. 1712 ist er in Berlin zur Welt gekommen. Und es rauscht gewaltig im Blätter- und Publikationswald. Es sind allein über 35 neue Schriften, Publikationen, biografische Studien über den König erschienen. Es hat eine ganze Reihe von Sonderausstellungen über Friedrich gegeben zu den unterschiedlichsten Themen, die zum Teil noch andauern. Allen voran die große, man darf vielleicht neudeutsch sagen, Megaschau der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten im eigens für die Ausstellung renovierten Neuen Palais, die Schau Friederrisiko. Das ist die größte Ausstellung, die die Stiftung Preußische und Schlösser und Gärten seit dem Bestehen ihrer Vorgängerorganisation, also seit dem Jahre 1927, überhaupt organisiert hat und noch dazu die treuerste. Wenn Sie nach Potsdam fahren und sich diese Ausstellung anschauen, dann können Sie 79 Ausstellungsräume im neuen Palais im Garten von Sanssouci durchwandern. Da werden sich wahrscheinlich einige von Ihnen, meine Damen und Herren, fragen, darf ich das einmal wegstellen? Hier diese Tasse, ich muss wirklich ein bisschen an die Hände etwas freier, ist angenehmer. Da werden sich wahrscheinlich einige von Ihnen, meine Damen und Herren, angesichts einer solchen Fülle von Veranstaltungen und neuen Informationen über den Preußenkönig fragen, wie will Herr Föhringer das anstellen, an einem Abend über Friedrich den Großen innerhalb von einer Stunde zu sprechen? Ist das nicht möglicherweise etwas, was gar nicht funktioniert? Ich will Ihnen einen Vorschlag machen. Ich möchte mit Ihnen eine Art kulturhistorischen Spaziergang unternehmen. Und zwar will ich heute Abend mit Ihnen anhand von Lichtbildern den Ort aufsuchen, an dem Friedrich der Große die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat. Den Ort, auf den er den größten persönlichen künstlerischen Einfluss genommen hat. Den Ort, der über Jahrzehnte so etwas gewesen ist wie die inoffizielle Regierungszentrale von Preußen, obwohl er nie als solche gedacht war. Und den Ort, an dem Friedrich, er hat das Zeit seines Lebens insgesamt viermal festgelegt, und zwar schriftlich, gern begraben sein wollte, nämlich Schloss und Park von Sanssouci. Und wir wollen dabei verfahren, wie der deutsche Dichter Christian Morgenstern einmal formuliert hat, zeige mir, wie du baust und ich sage dir, wer du bist. Hier sehen Sie als erstes Bild, das ich Ihnen mitgebracht habe, eine Ansicht des berühmten Weinbergschlosses Friedrich des Großen, des Schlosses Sanssouci aus dem Jahre 1847. Das heißt, diese Ansicht ist 100 Jahre nach der Fertigstellung des Schlosses gemalt worden. Sie ist im Original ganz klein, nur wenige Zentimeter groß und befindet sich auf einer Porzellanvase, die man heute noch in Potsdam anschauen kann.
Sie stammt von dem Vedutenmaler Caspar Daniel Freidank und ich habe sie Ihnen mitgebracht, weil man auf dieser Vedute, dieser Ansicht von Sanssouci und der Havellandschaft und der Stadt Potsdam, glaube ich, wunderbar erkennen kann, was den Reiz dieser Landschaft ausmacht. Diese Landschaft hat ein fast südliches, ein fast italienisches Flair. Wenn Sie einmal auf die Havel schauen, dann haben Sie das Gefühl, Sie schauen nicht auf einen Fluss, sondern auf eine Aneinanderreihung von Seen mit sanften, darüberliegenden Höhenzügen. Und es muss genau, meine Damen und Herren, diese Landschaft gewesen sein, die die Hohenzollern über 250 Jahre so sehr in ihren Bann gezogen hat, dass sie um Potsdam herum einen ganzen Kranz von Schlössern und Gärten haben anlegen lassen. Einen Kranz von Schlössern und Gärten, der in der Kulturgeschichte der Menschheit so einzigartig dasteht, dass die UNESCO, die Weltkulturerbeorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Paris, 1990 das Gesamtensemble der Potsdamer und auch der Berliner Schlösser auf die Weltkulturerbeliste aufgenommen hat. Und der berühmteste der Gärten, der Schlossbezirke, den die Hohenzollern im 17., 18. und 19. Jahrhundert in Potsdam haben anlegen lassen, ist der Park, den wir heute Abend anschauen wollen, nämlich der Garten von Sanssouci. Wir sehen ihn hier am linken Rand dieser Karte aus dem 19. Jahrhundert. Sie sehen Potsdam als Ganzes. Man kann die anderen Gärten, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind, wunderbar sehen. Den Park von Babelsberg, Lienicke, den Neuen Garten. Aber wir wollen unser Augenmerk heute Abend auf den Park von Sanssouci legen, weil ich die These vertreten möchte, dass er sehr viel über die Weltanschauung, die Persönlichkeit, den Charakter und auch die Herrschaftsauffassung Friedrich des Großen verrät. Man muss eben nur ganz genau hinschauen. Friedrich ließ den Park im Westen von Potsdam ab 1744 anlegen. Er kaufte damals den sogenannten Wüstenberg, das war eine unbebaute Erhebung vor der Stadt, und ließ darauf innerhalb von 2 Jahren Schloss Sanssouci errichten und in den folgenden Jahrzehnten einen Garten anlegen lassen, der heute über 250 Hektar misst. Er ist deswegen so groß, weil natürlich im 19. Jahrhundert die Nachfolger Friedrich des Großen den Park vielfach erweitert haben. Und wie es sich, meine Damen und Herren, wohl für einen Spaziergang, noch dazu einen kulturhistorischen, gehört, sollte man, so denke ich, am Anfang einen Blick auf den Grundriss, auf den Plan des Parkes, so wie er zur Zeit Friedrich des Großen ausgesehen hat, tun. Das ist eine Ansicht der Anlagen von Sanssouci aus dem Jahre 1772. Angefertigt hat sie ein Gärtner Friedrich des Großen namens Friedrich Zacharias Salzmann. Dieser Salzmann hat bei anderer Gelegenheit auch geschrieben, dass der gesamte Garten sinngemäß und die Anlage von Sanssouci von der Hand eines großen Königs gemacht sei, womit er darauf anspielte, dass Friedrich sich in alles eingemischt hat. Wir können also davon ausgehen, dass das meiste, was wir sehen, von ihm erdacht worden und von seinen Architekten und Künstlern umgesetzt worden ist. Wenn Sie einmal Ihre Augen über diese Parkanlage gleiten lassen, dann können Sie sehen, dass der Park im Wesentlichen ein barocker Garten ist. Was will ich damit sagen? Friedrich ließ die Natur um Schloss Sanssouci, das Schloss sehen Sie hier, auf dem Weinberg gelegen, ließ diesen ganzen Bereich nach den Prinzipien der Architektur gestalten. Um das einmal bildlich auszudrücken, ein Barockgarten ist ein Park, in dem sozusagen die Architektur sich in die umgebende Natur erweitert. Das heißt, die geradlinigen großen Alleen, die Sie in Sanssouci jetzt auf dem Grundriss erkennen können, sind im Grunde genommen nichts anderes als die Erweiterung der Zimmerfluchten der Schlösser der damaligen Zeit in den Gartenbereich. Die Skulpturen, die im Park standen, waren ein Verweis auf die höfische Gesellschaft. Die beschnittenen Heckenboskette waren wie die Mauern in den Schlössern. Der Himmel war gleichsam wie die Decke innerhalb der Schlösser. Und das Schloss machte sich gleichsam die Natur über die Sprache der Architektur untertan. Das entsprach dem damaligen Zeitgeist. Friedrich war, was seine Kunstauffassung anbetrifft, das kann man an diesem Grundriss auch sehr gut erkennen, ein konservativer Mann. Denn in England ging man in Sachen Gartenkunst längst andere Wege. Die Engländer gestalteten seit Ende der 1720er Jahre Gärten nunmehr wie freie Natur, um damit das Ideal der Freiheit gegen den Absolutismus zum Ausdruck zu bringen. Das ist das eine, was man an diesem Park erkennen kann. Zum Zweiten können Sie sehen, dass Friedrich der Große den Park ein Stück weit hat konzipieren lassen wie ein barockes Theaterstück. Wenn man ihn hier im Osten, und das wollen wir gleich tun, betritt und dann die große Hauptachse in Richtung des
im Westen den Park begrenzenden neuen Palais entlang wandert, dann erlebt man jedes Mal, wenn der Weg sich zu einem kleinen Platz, zu einem Rondell erweitert, auf der rechten Seite eine Szene wie im Theater. Und das Besondere ist, dass Schloss Sanssouci, wenn Sie das einmal hier verfolgen, nur noch eine Szene unter anderen ist. Es liegt nicht im Mittelpunkt dieser Parkanlage. Damit wird schon deutlich, dass Friedrich einen eher privaten Garten hat anlegen wollen. Sanssouci sollte ein Maison de Plaisance sein, ein Lusthaus, ein Rekreationsort für den König, ein eher privates Schloss, wohin er sich von den Regierungsgeschäften hat zurückziehen wollen. Ganz im Sinne des antiken Dichters Horaz, glücklich ist der, der fernab von den Geschäften. Das hat Friedrich nie erreicht, so viel will ich an dieser Stelle vorwegnehmen. Deswegen liegt, wenn Sie so wollen, über dem Park von Sanssouci auch eine gewisse Tragik. Denn die vielen Kriege, die er geführt hat, die Regierungsgeschäfte, die mangelnden Freundschaften, gerade des alten Friedrich, haben das eigentlich verhindert. Und dann kann man noch etwas erkennen, was diesen Park außergewöhnlich macht. Und das wollen wir uns als Letztes auf diesem Grundriss anschauen. Es gibt, wenn Sie hier in den Osten der Parkanlage schauen, keine Verbindung zwischen dem Park und der Stadt Potsdam. Wenn Sie nach Versailles fahren würden, würden Sie sehen, wie das große Barockschloss Ludwig XIV. Sich die gesamte Stadt erschließt und die Stadt sozusagen unterwirft. Der König im Mittelpunkt der französischen Gesellschaft. Hier gibt es keine Verbindung. Es gibt keine Achse, die nach Potsdam hineinführt. Hier liegt ein Feld, eine Straße. Das heißt, es ging Friedrich tatsächlich darum, und das kann man diesem Grundriss ablesen, einen privaten Gartenbezirk zu gestalten. Ganz in dem Sinne, wie ich das eben gesagt habe, um sich dort erholen zu können. Wenn man den Garten dann im Osten, wie wir das jetzt tun, betritt, dann sieht man als Erstes diesen Obelisk, den der Architekt und Herzensfreund Friedrich des Großen, Georg Wenceslaus von Knobelsdorf, dort 1748 hat aufstellen lassen. Es ist ein Knobelsdorfs Fantasie entsprungener Obelisk. Man kann die Inschriften, die darauf angebracht sind, nicht identifizieren. Ich sehe immer wieder Besucher, wenn ich nach Potsdam fahre, die das versuchen, aber es geht nicht. Man kann das nicht lesen. Aber dieser Obelisk hat aus Friedrich des Großen Sicht durchaus eine gewisse Bedeutung gehabt. Er war zum einen eine Art kleines, bescheidenes, imperiales Ausrufezeichen. Das heißt, der König wollte dem Spaziergänger zeigen, seht her, hier beginnt ein königlicher Bezirk. Denn Obelisken wurden im 18. Jahrhundert als königliches Mittel der Stadtplanung überall in Europa eingesetzt. Die Päpste hatten das schon in der frühen Renaissance in Rom vorgemacht. Da lagen die Obelisken noch aus antiker Zeit auf den Ruinenfeldern und man hat sie dann sozusagen wiederverwertet. Darüber hinaus sah Friedrich in diesem Obelisk aber auch ein Gleichnis auf sein Herrschaftsverständnis. Später hat er sich 1752 in seinem ersten großen Testament als erster Diener des preußischen Staates betrachtet. Als primeur serviteur de l'état, wie er französisch gesagt hat. Und im Grunde genommen soll auch der Obelisk dieses Herrschaftsverständnis verdeutlichen. Denn Friedrich schrieb, an der Spitze des Obelisken stünde gleichsam wie an der Spitze der Gesellschaft der König. Aber der König könne in seiner Funktion als Regent seine Macht nur ausüben, indem er vom Volk, hier symbolisiert durch den Schaft, getragen wird. So wollte Friedrich diesen Obelisken verstanden wissen. Und wenn man dann vom Obelisk ein Stück weit weiter, also von Osten her kommt, in den Garten hineinkommt, dann stößt man auf dieses Portal mit insgesamt 4 gekuppelten korinthischen Säulen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie ganz genau auf dieses Bild schauen, dann fällt Ihnen vielleicht etwas auf. Links und rechts der Säulenstellung können Sie 2 Figuren erkennen. Eine Göttin der Pflanzen und eine Göttin der Früchte, eine Flora und eine Pomona. Und diese beiden Figuren schauen Sie an. Das heißt, Sie schauen in den Garten hinein. Sie schauen nicht auf den Besucher, der den Park von Sanssouci betritt. Ein weiteres Beispiel dafür, dass Friedrich hier einen privaten Garten hat anlegen lassen. Denn eigentlich war es ja undenkbar, dass diese beiden Frauenfiguren den Spaziergängern ihren Rücken zuwenden. Das muss man als privates Zeichen deuten. Und noch etwas an diesem Portal ist ganz besonders. Es gleicht haargenau einem Eingangsportal, das Friedrich für den Park von Rheinsberg hat bauen lassen. Bekanntermaßen verbrachte Friedrich der Große die letzten 3 Jahre seiner Kronprinzenzeit in einem kleinen Schloss nördlich von Berlin, das ihm sein Vater mitten in der Mark Brandenburg erworben hatte. Schloss Rheinsberg am Grienerichsee, das ist etwa 40 Kilometer nördlich von Berlin.
Dort unterhielt Friedrich so etwas wie einen Musenhof. Man spielte am Grinerichsee in der höfischen Gesellschaft des Kronprinzen Theater. Friedrich schrieb ein Buch, den Anti-Machiavell. Er korrespondierte mit einem der berühmtesten Philosophen der damaligen Zeit, mit Voltaire. Er spielte Flöte, man spielte Theater. Und Friedrich selbst hat über diese Zeit am Rheinsberger See gesagt, rückblickend, es sei die glücklichste Zeit seines Lebens gewesen. Und bereits in der Rheinsberger Zeit von 1736 bis 1739 fiel die Bezeichnung, man habe dort sans souci, ohne Sorge gelebt. Knobelsdorf, den Sie wahrscheinlich in erster Linie als Architekten kennen, der Erbauer von Schloss Sanssouci, hat dieses Bild gemalt und Sie sehen im Vordergrund eine galante, höfische Rokoko-Gesellschaft und im Hintergrund Schloss Rheinsberg, kurz bevor Knobelsdorf es dann nach Plänen Friedrich des Großen umgebaut hat. Heute hat es zwei Türme und eine Kolonnade zwischen den Türmen, also eine verbindende Säulenstellung. Auf diesem Bild sehen Sie noch den alten Turm aus der Renaissancezeit. Wenn aber nun Friedrich so wichtige Motive wie das Eingangsportal in den Park von Sanssouci dem von Rheinsberg nachgebildet hat, dann muss das doch wohl so viel bedeuten, meine Damen und Herren, dass der König versucht hat, die Atmosphäre der Rheinsberger Zeit in die Jahre seiner Regentschaft hinüberzuretten, sozusagen den Rheinsberger Geist noch einmal zu beschwören oder wie jemand einmal gesagt hat, den Geist von Rheinsberg nach Potsdam zu translozieren, also zu übertragen. Das heißt, Sanssouci ist, das sei an dieser Stelle vermerkt, der Versuch Friedrich des Großen, sozusagen ein zweites Rheinsberg, aber diesmal eben gestaltet für einen König zu entwerfen. Und dieser Versuch ist natürlich aus den Gründen, dass ein König eben nie ohne Sorge sein kann, eigentlich gescheitert. Wenn man dann weitergeht auf der großen Achse des Parkes, dann sieht man als ersten Prospekt, wenn man rechter Hand den Hang hinaufschaut, diese Neptungrotte, die Knobelsdorf Ende der 1740er Jahre entworfen hat. Sie sehen oben den Gott des Meeres, Neptun. Links sehen Sie Najaben, Quellnymphen, rechter Hand auch. Und Wasser läuft so durch einzelne Becken herunter. Das ist ein Motiv, das sich in vielen Gärten der Barockzeit finden lässt. Zumal in Frankreich, auch schon in Gärten der italienischen Renaissance. Und Friedrich steht da an einer gewissen Traditionslinie. Und es ist nicht zu vermuten, dass dahinter eine weitergehende, ikonografisch auszudeutende Botschaft steckt. Interessanter wird es bei anderen Gebäuden im Park von Sanssouci. Wenn man der Hauptachse folgt, dann sieht man nach der Neptungrotte, die Knobelsdorf konzipiert hat, die sogenannte Neue Bildergalerie, die Friedrich nach dem Bau von Schloss Sanssouci hat errichten lassen. Zunächst wohl als Pflanzenhaus, als Orangerie und später ist sie dann in eine Bildergalerie umgebaut worden. Und das war etwas ganz Besonderes, denn es handelt sich hierbei um einen der ersten freistehenden Museumsbauten, wenn Sie so wollen, in Deutschland. Eines der ersten Gebäude, das ausschließlich dafür errichtet worden ist, der Öffentlichkeit Bilder und Kunst zu präsentieren. Das heißt, die Menschen des 18. Jahrhunderts durften dieses Gebäude betreten. Und es war natürlich ein besonderer Ausweis eines aufgeklärten Monarchen, dass er seiner Bevölkerung frei zugänglich Kunst präsentierte. Das gehörte gewissermaßen zum Erziehungsprogramm der Aufklärung hinzu. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass oben auf der Laterne, auf der Spitze dieser Bildergalerie, ein preußischer Adler zu sehen ist, der eine Schlange zerbeißt, dann ist das Ganze sozusagen ein Sinnbild dafür, dass der preußische König mit Hilfe der Kunst gewissermaßen Licht in seine Zeit hineinbringt, ganz im Sinne der Aufklärung. Der preußische Bildhauer Johann Gottfried Schadow, später im 19. Jahrhundert, einmal gesagt, das sei eine prächtigsten Museumsbauten Europas gewesen, aus der Sicht des Menschen des 19. Jahrhunderts. Sie sehen links die Südfassade und hier auf der rechten Seite die Hängung der Bilder, so wie sie sich heute darstellt. Zu Zeiten Friedrich des Großen war der Bilderbestand ein Stück weit ein anderer. Vieles ist später hinzugekommen. Aber man muss an dieser Stelle sagen, dass Friedrich der Große als barocker aufgeklärter Fürst einer der wichtigsten Sammler in Europa war. Seine Agenten haben überall in Europa Kunstwerke, allzumal Antiken, aufgekauft und sie nach Potsdam und nach Berlin in seine Schlösser verbracht. Friedrich der Sammler. Ja, und wenn man dann das Hauptrondell erreicht, heute mit einer großen Fontäne, die ich Ihnen auf diesem Bild einmal vorenthalte, dann sieht man auf einem sechsstufigen terrassierten Weinberg, der in ganz kurzer Zeit ab 1744 angelegt wurde, das berühmte Weinberg Schloss Sanssouci.
Wenn Sie dieses Bild genau studieren, meine Damen und Herren, dann fällt Ihnen vielleicht etwas auf. Etwas, worüber Friedrich der Große und sein Architekt Knobelsdorf so sehr gestritten haben, dass ihre Karrieren, ihre Werdegänge sich dann sozusagen voneinander weg entwickelt haben. Knobelsdorf war der Meinung, man müsse das Weinbergschloss auf einen Sockel stellen, denn es könne nicht angehen, dass es hinter der obersten Terrasse versinke. Aus Sicht eines Architekten ist das tatsächlich eine Katastrophe, denn das widersprach jeglicher Architekturtheorie des 18. Jahrhunderts. Friedrich hat sich gegenüber Knobelsdorf durchgesetzt und darauf bestanden, dass er durch die großen französischen Fenstertüren von Schloss Sanssouci ohne größere Schwierigkeiten hinaustreten konnte ins Freie. Aus heutiger Sicht eine heikle Entscheidung, meine Damen und Herren, denn die Denkmalpflege hat bis heute mit diesem Umstand zu kämpfen. Sanssouci ist ein Sommerschloss, im Winter wird es sehr, sehr schnell feucht und da der Sockel fehlt, steigt die Feuchtigkeit ganz schnell ins Mauerwerk und im Grunde genommen müsste das Schloss alle 3 Jahre generalsaniert werden. Sie können auch sehen auf diesem Bild, dass das Schloss eine heitere, eine liebliche, eine bacchantische Gartenfassade hat. Die Figuren, die man dort sieht, sind allesamt Gefolgsleute des Weingottes Bacchus. Und Friedrich hat sie den Figuren, die Balthasar Permoser am Dresdner Zwinger gestaltet hat, nachempfinden lassen. Denn als junger Mann, 1728, weilte Friedrich eine Zeit lang am Hofe August des Starken in Dresden. Was man noch sehen kann, ist, dass das Schloss ausgesprochen klein ist. Und dazu müssen Sie wissen, dass spätere Anbauten aus dem 19. Jahrhundert es heute größer erscheinen lassen, als es eigentlich war. Schloss Sanssouci hatte zu Friedrich des Großen Zeiten eigentlich nur 10, wenn man anders zählt, etwa 12 Zimmer. Das heißt, es war sehr klein, es war ein Lusthaus, ein Maison de Plaisance. Und ein etwas despektierlicher Besucher des 19. Jahrhunderts, ein Amerikaner, soll mit Blick auf das Schloss einmal gesagt haben, a little snuggery, but nothing more. Ein kleines Nest, aber nicht mehr. Allerdings ein sehr individuelles Nest. Und Sie haben schon ein- oder zweimal gespürt, Friedrich war ein ausgesprochen individueller Monarch und hat auf seine persönliche Individualität größten Wert gelegt. Und die kommen, wie wir jetzt sehen werden, eben auch in diesem Schloss zum Ausdruck. Der Entwurf für das Schloss stammt vom König selbst. Ich habe Ihnen hier die Handzeichnung mitgebracht. Sie sehen, er hat die Stufen eingezeichnet, er hat die einzelnen Zimmer eingezeichnet. Linke Hand der Flügel für die Gäste, rechte Hand der Privatbereich des Königs. In der Mitte ein Gartensaal, ein Marmorsaal, der diese beiden Flügel miteinander verbindet. Im Übrigen Treffpunkt der berühmten preußischen Tafelrunde. Die Enden des Schlosses ließ Friedrich halbrund gestalten. Ich glaube, das kann man auf diesem Grundriss gut erkennen. Und Sie sehen, da ist etwas mit der Hand an den Grundriss geschrieben. Da steht nämlich auf Französisch, Comme à Rheinsberg. Wie in Rheinsberg sollten die beiden Enden von Schloss Sanssouci aussehen. Also wieder eine Erinnerung an die glückliche Kronprinzenzeit. Und im rechten dieser halbrunden Enden ließ Friedrich wie in einem der Türme von Rheinsberg sein Studierzimmer einrichten. Also die Anklänge, die Verweise auf die glückliche Kronprinzenzeit finden sich in Sanssouci zuhauf. Was Sie auch erkennen können, ist, dass Friedrich auch am Schloss Sanssouci das Motiv der Kolonnade umsetzen ließ. Sie sehen auf der Nordseite des Schlosses 2 Arme, die so aufeinander zugehen. Die erinnern ein bisschen an die Kolonnaden des Petersdoms in Rom, nur sind sie natürlich viel kleiner. Auch ein Motiv, das Knobelsdorf bereits in der Rheinsberger Zeit genutzt hat. Also wieder ein Verweis auf die glückliche Kronprinzenzeit. Und dann kommen wir zum Namen des Schlosses, meine Damen und Herren, der Generationen von Besuchern bis heute streiten und diskutieren lässt. Es ist wahrscheinlich weniger der französische Name des Schlosses, Sanssouci ohne Sorge, der so ungewöhnlich ist. Es hat viele Schlösser im 18. Jahrhundert gegeben, die französische Namen bekommen haben. Schloss Solitude beispielsweise im heutigen Baden-Württemberg. Es gibt viele Beispiele. Aber das Besondere hier am Schloss Sanssouci ist, dass Friedrich der Große den Namen des Schlosses am Schloss selbst anschreiben ließ. Das ist ungewöhnlich. Viele Schlösser verfügen über Inschriften, aber es gibt ganz, ganz wenige Beispiele. Ich könnte Ihnen jetzt überhaupt keins nennen, auf Anhieb, wo man den Namen eines Schlosses an der Fassade findet, schon gar nicht im 18. Jahrhundert. Und dann ist der Name hier ja auch auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise geschrieben. Ich vermute, die Mehrheit von Ihnen würde Sanssouci mit einem Bindestrich schreiben, ohne Sorge. Friedrich der Große hat ein Komma setzen lassen und hinter Souci einen Punkt.
Wenn Sie an einem der kommenden Herbsttage mal nichts zu tun haben sollten, dann öffnen Sie eine Flasche Rotwein und kaufen Sie sich von Heinz D. Kitzsteiner das Buch Das Komma von Sanssouci. Können Sie einen ganzen Abend studieren, wie viele Theorien es seit dem 18. Jahrhundert über diese Schreibweise gegeben hat. Es sind wohl über 30. Das Buch ist sehr lesenswert, ein bisschen ironisch, aber wohlwollend geschrieben. Und ich will Ihnen drei Theorien vorstellen, die gemeinhin als die gängigsten gelten und von der die Mehrheit der Kunsthistoriker sagt, wahrscheinlich wird irgendwo zwischen diesen Theorien die Wahrheit liegen. Die gängigste Theorie, die Ihnen die Schlossführer in Potsdam erzählen werden, wenn Sie dort spazieren gehen oder eine Führung buchen, ist die, im linken Bereich des Schlosses wohnten die Gäste. Die Gäste waren ohne Sorge, denn sie waren eingeladen von einem König. Im rechten Flügel des Schlosses, deswegen in der Mitte das Komma, abgeteilt der König mit den ständigen Sorgen als Regent über den preußischen Staat. Das ist die eine Theorie. Die zweite, meine Damen und Herren, ist etwas despektierlich, fast ein bisschen erotisch. Wissen Sie, was Komma auf Französisch heißt? Verjule, das heißt so viel wie Rütchen. Wenn man das verschlüsselt lesen würde, würde das bedeuten, ohne Rütchen keine Sorgen. Bis heute streiten die Wissenschaftler über das Liebesleben Friedrichs des Großen und es gibt keine sozusagen eindeutige Forschungslage. Man vermutet, es wird immer wieder kolportiert, aber es ist sehr unsicher, dass Friedrich der Große vielleicht in den 30er Jahren erkrankt ist und operiert werden musste und dadurch sein sexuelles Empfinden verlor, dass er das vielleicht mit dieser Inschrift zum Ausdruck bringen wollte. Also ohne Sex, ohne Rütchen, in Anführungsstrichen, keine Sorge. Und dann gibt es noch eine dritte Theorie, die auch laut Meinung von Adrian von Butler, dem ehemaligen Kieler Professor für Kunstgeschichte, der jetzt in Berlin an der Technischen Universität lehrt und der in diesem Jahr auch ein Buch über den Park von Sanssouci geschrieben hat, die laut Meinung von Herrn Butler wohl die griffigste der Theorien ist, die besagt, als junger Mann war Friedrich der Große ein Anhänger der calvinistischen Lehre der Prädestination. Das heißt, Friedrich ging davon aus, wie alle Calvinisten, das menschliche Schicksal sei vorherbestimmt von Gott. Es gab die Seligen und die Nichtseligen. Im Grunde genommen eine sehr fatalistische Sichtweise. Später allerdings, unter dem Einfluss aufklärerischer Literatur, Voltaires und auch anderer Zeitgenossen, hat Friedrich sich von dieser Sichtweise abgewandt hin zum Deismus. Deismus heißt ja zunächst nichts anderes als Gottesgläubigkeit. Aber die Deisten des 18. Jahrhunderts sahen Gott so etwas wie den großen Baumeister, der die Welt als harmonisches Universum angelegt hat und in der jeder Einzelne sozusagen durch ethische Selbsterziehung und durch Vernunft seinen Beitrag zu leisten habe. Das heißt, Deisten glauben nicht an eine Religion der Offenbarung, sondern an eine Religion der Vernunft. Und Kitzsteiner vertritt nun die Theorie und Butler folgt ihm darin, dass es hier um einen Geheimcode handelt und dass man letzten Endes aus diesem Wort Sanssouci in dieser Schreibweise ablesen kann, dass man den Fatalismus sozusagen der Prädestinationslehre zurücklassen soll, um eben ohne Sorgen sich dem Deismus zuzuwenden. Also ohne fatalistische Prädestinationslehre des Calvinismus, mit dem Deismus keine Sorge mehr. Das sind die drei Hauptinterpretationen. Und dass Friedrich solche Spielereien ausgesprochen geliebt hat, zeigt ihm dieses kleine Rätsel, das er an Voltaire geschrieben hat. Das ist eine Einladung zum Essen auf Schloss Sanssouci, wie Sie hier auf der rechten Seite sehen können. Und wir versuchen mal, das nachvollziehbar zu entschlüsseln. A und der P. Heißt auf Französisch A souper. Also zum Essen nach 100 und der 6, Sanssouci französisch. Also, lieber Herr Voltaire, kommen Sie zum Essen nach Potsdam, beziehungsweise nach Sanssouci. Hier noch einmal ein Blick von Norden her auf die Gesamtanlage des Weinbergschlosses. Sie sehen den Weinberg. Vielleicht werden Sie sagen, ein Weinberg mitten in der Mark Brandenburg, so hoch im Norden, ist das nicht etwas ausgesprochen Ungewöhnliches? Aber es ist natürlich auch der Versuch eines barocken Fürsten, der Friedrich ja war, seine fürstliche Allmacht zum Ausdruck zu bringen. Friedrich konnte sozusagen entgegen den Gesetzmäßigkeiten der Klimazonen einen Weinberg auch im hohen Norden anlegen lassen. So ist es zu verstehen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen eine Allegorie auf die Stufen des Lebens, die man sozusagen zu durchstreiten hat, bis man dann, so wie die Deisten das sahen,
zum Schluss seines Lebens in der Natur aufgegangen ist. Wenn Sie sich das Schloss in dieser Perspektive einmal anschauen, dann wird Ihnen vielleicht noch etwas auffallen. Die Fassade nach Norden zu ist viel strenger und viel repräsentativer als die Gartenseite, die wir eben gesehen haben. Sie ist fast ein bisschen abweisend. Schauen Sie auch mal auf diese Rampe. Die ist, wenn man tatsächlich davor steht, die Rampe, die zu den Kolonnaden hinaufführt, sehr steil. Es wirkt nicht sehr einladend. Also wieder ein Verweis darauf, dass Friedrich das eher als ein privates Schloss gesehen haben mag. Und auf diesem Bild können Sie noch einmal die Kolonnaden erkennen, die Knobelsdorf für Friedrich errichten ließ, die dann spätere Architekten, die in Potsdam gebaut haben, immer wieder aufgegriffen haben. Die Kolonnade ist ja ein besonders schönes Motiv. Sie grenzt nämlich Architektur und Natur voneinander ab, ermöglicht aber gegenseitige Durchblicke. Sie können also in einer solchen Kolonnade spazieren gehen und die Säulen rahmen dann die Ausblicke gewissermaßen wie die Rahmen eines Bildes. Und was Sie weiterhin hier sehen können, ist nochmal, wie klein das Schloss war. Denn die beiden Seitenflügel, rechte Hand und linke Hand, die so ein bisschen versetzt sind und bei den Kolonnaden beginnen, die sind erst aus dem 19. Jahrhundert. Das heißt, das eigentliche Schloss war da, wo sich die kleinen Rundungen finden, zu Ende. Gegenüber dem Schloss ließ Friedrich Ende der 1740er Jahre auf einem Berg, den man in Potsdam heute den Ruinenberg nennt, eine Ruinenarchitektur errichten. Und zwar nachempfunden, Säulenstellung auf dem Forum Romanum in der ewigen Stadt in Rom. Das führte ein italienischer Theaterarchitekt namens Innocente Bellavita nach Entwürfen von Knobelsdorf aus. Wir müssen heute davon ausgehen, dass Friedrich damit auf die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens verweisen wollte. Das war ein Thema, das in der barocken Erlebniswelt der Menschen eine wichtige Rolle gespielt hat. Auch in der schönen Landschaft von Sanssouci ist gewissermaßen der Tod allgegenwärtig. Das Ende ist immer absehbar im menschlichen Leben. Es gibt noch eine zweite Theorie, die besagt, Friedrich habe hier so etwas angelegt wie eine imperiale Achse. Er sah sich also in der Tradition der römischen Könige und Kaiser. Tatsächlich ist es so, dass Friedrich als Herzog von Kleve, einem kleinen preußischen Besitz am Niederrhein, ein Territorium besaß, das früher einmal zum Römischen Reich gehörte und dass er als Kurfürst von Brandenburg einer der Fürsten war, die den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, also der Nachfolgeorganisation des Römischen Reiches, wählen durften. Vielleicht deswegen die häufigen Bezüge, wir werden noch mehrere entdecken können, die der Park auf Rom nimmt. Es könnte aber auch sein, dass Friedrich hier mit dem Thema des Ruhms spielt. Friedrich war ein Mensch, der Zeit seines Lebens, zumindest als junger Mann, nach Rom gestrebt hat. Der Kurator der großen Ausstellung Friederisico im Neuen Palais in Potsdam, Jürgen Luh, hat ein Buch geschrieben, das heißt Friedrich der Große, und geht sogar so weit, die These zu vertreten, dass selbst der Beiname, den Friedrich verliehen bekommen hat, letzten Endes von ihm gesteuert worden sei, nicht aufgrund spontaner Bekundungen der preußischen Bevölkerung zustande gekommen sei. Darüber kann man, meine Damen und Herren, lange streiten. Dass der Ruhm Friedrich, das Streben des Königs in die Geschichte einzugehen, ihm etwas ganz Wichtiges war, ist unbezweifelt. Es könnte aber sein, dass er sich im Laufe des Lebens davon abgewandt hat und sozusagen gegenüber dem Schloss Sanssouci diesen Ruinenberg hat bauen lassen, um zu zeigen, dass im Grunde genommen vor dem Hintergrund der richtigen Weltanschauung, der stoischen Philosophie, die er vertrat, der Weltanschauung, der Aufklärung, Ruhm eigentlich für einen wirklichen Fürsten gar kein Thema sein durfte. Aber auch darüber kann man lange streiten. Wir wollen unseren Spaziergang fortsetzen und einmal in das Innere des Schlosses schauen. Wir sehen linke Hand ein ganz berühmtes Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, das Flötenkonzert von Sanssouci, gemalt von Adolf Menzel, Friedrich im Musiksalon des kleinen Weinbergschlosses, umgeben von Persönlichkeiten der Hofgesellschaft, von seiner Schwester Anna Amalie. Wahrscheinlich hat der Alltag in Sanssouci nie so ausgesehen. Man darf sich das Schloss als über lange Zeit eher verwaist vorstellen, denn Friedrich war oft im Feld und die höfischen Gesellschaften, die dort stattgefunden haben, waren gemessen an der Zeit, in der Friedrich lebte, wahrscheinlich ausgesprochen bescheiden. Frauen hatten im Schloss keinen Zugang. Seine eigene Ehefrau durfte nur einmal in Abwesenheit des Königs das Schloss besuchen. Das war also eine reine Männergesellschaft, die da in Sanssouci tagte. Man sprach Französisch. Man war zum Teil sehr derb, man pflegte Männerfreundschaften, das war im 18. Jahrhundert etwas ganz Modernes.
Fast bis ins Erotische hinein hat man sich gegenseitig verehrt und sich auch Gedichte geschrieben. Und man traf sich, hier rechte Hand dargestellt, im sogenannten Marmorsaal, das ist die Mitte des Schlosses von Sanssouci. Friedrich ließ sie im antiken Gepräge gestalten, diese Mitte, wieder ein Verweis auf Rom, das er als großes Vorbild sah und in dessen Tradition er sich erachtete. Hier trat die Tafelrunde zusammen, zu der dann eben Gäste gehörten wie Voltaire oder der Marquis d'Argens, der Präsident der Akademie der Wissenschaften in Berlin, Maupertuis und viele andere Persönlichkeiten. Ein Gebäude, meine Damen und Herren, das bis heute viel Faszination auf die Besucher des Parkes von Sanssouci ausübt, ist das sogenannte Chinesische Haus. Fälschlicherweise wird es in der Literatur oft noch als chinesisches Teehaus bezeichnet. Es ist inzwischen aber sicher, dass Friedrich und die wenigen Gäste seiner Hofgesellschaft dort niemals Tee getrunken haben. Man hat dort gegessen, es ist eine Küche entdeckt worden in späteren Jahrhunderten. Wir wollen aber uns vor allen Dingen mit der Bildsprache dieses Gebäudes beschäftigen. China war, so würden wir aus der Sicht eines Menschen des 21. Jahrhunderts sagen, um die Mitte des 18. Jahrhunderts en vogue. Es gab seit Marco Polo wieder die ersten Reiseberichte, es gab Bücher, in denen Gebäude aus China dargestellt worden sind und viele europäische Intellektuelle haben sich mit dem Thema China auseinandergesetzt. Auch Voltaire schrieb ein Theaterstück, ein Drama mit dem Titel Der Weise aus China, das 1754-55 entstanden ist und dann veröffentlicht wurde. Kurz vorher kam es zum Zerwürfnis zwischen Friedrich und Voltaire. Und aus heutiger Sicht könnte man vermuten, und ich werde Ihnen auch gleich versuchen, ein paar Belege dafür zu zeigen, dass Friedrich dieses Gebäude als ironische Auseinandersetzung mit der China-Mode des 18. Jahrhunderts hat bauen lassen und, wenn man so will, als kleine sarkastische Spitze gegen Voltaire. Schauen Sie mal auf die hier rechte Hand dargestellten, mit Blattgold verkleideten Figuren. Es ist vielleicht in diesem Raum schwer zu erkennen, deswegen glauben Sie es mir bitte. Die hier dargestellten Figuren haben keine chinesischen oder irgendwie asiatischen Gesichtszüge. Lange hat man vermutet, das sei so, weil die Kenntnis Asiens damals in Europa einfach zu gering gewesen sei. Heute ist davon auszugehen, dass man bewusst diesen Menschen europäische Gesichtszüge gegeben hat und dass Friedrich sozusagen auf die China-Mode seiner Zeit anspielen wollte, die er nicht so ganz ernst nahm. Hier sind also keine wirklichen Chinesen dargestellt, sondern Personen, die so tun, als wären sie welche. Eine höfische Gesellschaft, die sich verkleidet hat, die sich mit China beschäftigt, was Friedrich eher als Zeitverschwendung ansah. Und wenn Sie dann linke Hand schauen, oben auf die Spitze ließ er so eine Art Buddha-Figur, dafür gibt es in China kein Vorbild, setzen, die von oben herunterschaut. Das alles wirkt doch so ironisch, dass man davon ausgehen muss, der König habe hier so etwas wie eine sarkastische Travestie geschaffen. Etwas, um Voltaire und auch andere intellektuelle Zeitgenossen ein bisschen zu ärgern. Es passt zum Charakter Friedrichs des Großen. Sie haben ja schon erfahren, dass er gerne in Rätseln dachte und offensichtlich auch gerne Gebäude mit vielerlei Anspielungen hat errichten lassen. Es gibt ein Vorbild für dieses Gebäude, steht in Lunéville in der Nähe von Nancy im Norden Frankreichs. Da besaß Stanislaus Leszczynski, der unglückliche polnische Exilkönig, einen Schlossbezirk und baute sich dort ein ähnliches Gebäude auf einem Kleeblattgrundriss. Und dieses Gebäude, der Pavillon in Lunéville, ist wahrscheinlich das Vorbild für diesen Bau in Potsdam gewesen, der in der zweiten Hälfte der 1750er Jahre entstanden ist. Meine Damen und Herren, Friedrich der Große hat während seines Lebens drei große Kriege geführt. Und im Grunde genommen führte er all diese drei Kriege um Schlesien. Schlesien war damals eines der wirtschaftlich am weitesten entwickelten Gebiete Europas. Friedrich marschierte kurz nach seinem Herrschaftsantritt das erste Mal in Schlesien ein, gelang ihm diesen Staat gegen eine Übermacht der Österreicher zu halten. Und das provozierte weitere Kriege, nicht zuletzt den Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763. Ein Krieg, der Brandenburg-Preußen an den Rande des Ruins geführt hat und den Friedrich im Grunde genommen nur mit viel Glück geführt hat. Und einen Krieg, den er auch, das sagen viele Wissenschaftler aus heutiger Sicht, ausgesprochen menschenverachtend geführt hat. Es gab eine Einheit in Berlin, die hieß unter den Linden, die marschierte 1756 mit 1500 Soldaten in den Siebenjährigen Krieg, von denen 12 wiedergekommen sind. Und es gibt Wissenschaftler, die sagen aus heutiger Sicht, Friedrich war zwar ein begnadeter Feldherr,
wenngleich auch ein Hasardeur, aber er war eben auch jemand, der die Schlachten nicht zuletzt deswegen gewann, weil er bis zum letzten Mann kämpfen ließ, was die Habsburger oft nicht getan haben. Wie dem auch sei, Friedrich gewann diesen Krieg, die Wirtschaft in Brandenburg-Preußen lag da nieder. Nun ließ er von 1763 bis 1769 am westlichen Ende des Parkes von Sanssouci ein weiteres, ein neues Schloss errichten, einen ganz anderen Bau als Schloss Sanssouci. Er selbst hat dieses neue Palais, das in nur 6 Jahren aus dem Boden gestampft worden ist, als eine Fanfaronade bezeichnet, als eine Prahlerei. Der englische Historiker Eric Hobsbawm, in den Buchhandlungen liegt gerade ein neues Buch von ihm, über den Kommunismus, ein ganz anderes Thema, hat einmal sehr klug gesagt, im Laufe der politischen Geschichte hat die Macht, also die Politik, an die Architektur immer 3 Herausforderungen herangetragen, hat sie auf 3 Art und Weise genutzt. Einmal ist die Architektur benutzt worden, um der Politik, das man heute so, eine Kulisse zu geben. Etwas sozusagen, von dem die, wie im Theater, in Anführungsstrichen, die Rituale und Zeremonien der Politik aufgeführt werden können, wo sie besser wirken, einen Hintergrund. Zum Zweiten dann sind durch Architektur immer wieder politische Botschaften in Form von Inschriften, Programmen, Anspielungen, Allegorien transportiert worden. Und zum Dritten, und dafür ist dieses Gebäude eines der besten Beispiele in der europäischen Kunstgeschichte, zum Dritten hat man schlichtweg mit Hilfe von Größe versucht, Macht zum Ausdruck zu bringen. Das neue Palais im Park von Potsdam ist eines der besten Beispiele für etwas, was ich als imponieren durch quantitative architektonische Größe bezeichnen würde. Deswegen auch die Bezeichnung Fanfaronade. Es ging Friedrich einzig und allein darum, der europäischen Fürstenöffentlichkeit zu zeigen, dass Brandenburg-Preußen der Sieger des Siebenjährigen Krieges gewesen ist und trotz des schweren Krieges, trotz der Verwüstungen, trotz der da niederliegenden Wirtschaft noch die Macht und die Kraft gehabt hat, ein solch riesiges Schloss zu errichten. Im Grunde genommen ist dieses Schloss nichts anderes als ein protziges Monument preußischer Größe. Und deswegen nannte Friedrich es selbst auch eine Prahlerei. Und Sie können, meine Damen und Herren, an dieser Stelle mal ein Experiment wagen. Ich würde Sie einmal bitten, Ihre Hand so zu halten, dass, wenn Sie auf die Leinwand schauen, die Kuppel, die auf diesem Schloss aufsitzt, verdeckt ist. Probieren Sie das einfach mal aus. Ich glaube, man kann dann ein Gefühl dafür bekommen, dass das Schloss diese Kuppel eigentlich gar nicht braucht. Friedrich hat sie auf das Schloss nur setzen lassen, damit man es aus der Ferne besser sehen kann. Denn stellen Sie sich das einmal vor, in dieser Kuppel befindet sich nichts. Das ist in der europäischen Kunstgeschichte auch ausgesprochen ungewöhnlich. Man kann in diese Kuppel nicht hineinschauen. Sie sehen da nicht die Apotheose oder die Himmelfahrt eines berühmten Herrschers, zumal Friedrichs. Man kann diese Kuppel einzig und allein von außen bestaunen. Also es ging schlichtweg nur um Repräsentation, um Machtausdruck, um Anschauung von Größe und Monumentalität. Und diese Einschätzung, meine Damen und Herren, lässt sich noch erhärten, wenn man das neue Palais einmal aus der Luft betrachtet. Sie sehen im Vergleich zu Sanssouci einen Komplex mit gewaltigen Abmessungen. Hier linke Hand sehen Sie die Wirtschaftsgebäude, die größer sind als das Schloss Sanssouci und heute von der Universität Potsdam benutzt werden, die sogenannten Commerce. Und wenn man nun noch hinzunimmt, welchen Bereich innerhalb dieses neuen Palais Friedrich für sich selbst vorgesehen hat, dann glaube ich, kann man der These vom Monument preußischer Größe nicht mehr widersprechen. Friedrich selbst hätte, wenn er dann das neue Palais häufiger genutzt hätte, hier in diesem kleinen Seitenflügel gewohnt. Der Rest des Gebäudes stand im Grunde genommen zu Lebzeiten des Preußenkönigs leer. Und erst Wilhelm II. Hat Ende des 19. Jahrhunderts, Sie können darüber rätseln, ob das mit seiner Persönlichkeit und seiner Art der Selbstdarstellung zu tun gehabt haben mag, dieses Gebäude gerne aufgesucht und hier häufiger residiert. Dass es Friedrich vor allen Dingen um Größe ging und weniger um künstlerische Qualität, kann man auch an diesen beiden Bildern erkennen. Schauen Sie sich einmal den Kopf dieses kleinen Engels an, der hier über einem der vielen, vielen Fenster, das ist ja ein wirklich großes Schloss mit 25 Achsen, über einem der vielen Fenster zu sehen ist. Künstlerisch ist das allenfalls von zweiter oder dritter Klasse. So muss man also davon ausgehen, dass es Friedrich hier um Schnelligkeit ging, darum, dass es nicht zu teuer wurde und darum, dass es möglichst groß wurde. Auch die 3 Göttinnen, die hier die preußische Königskrone tragen, sind nicht von künstlerisch hochstehender Qualität. Übrigens
rätselt der Volksmund bis heute. Friedrich hat das selbst befördert, weil er angeblich sich in diese Richtung geäußert haben soll, dass es sich hierbei um seine drei großen Gegenspielerinnen in Europa gehandelt haben soll. Nämlich die Zarin Elisabeth, die Mätresse des französischen Königs, Ludwig des 15. Madame Pompadour und letzten Endes die österreichische Kaiserin Maria Theresia. Aber auch das von einer kunsthistorisch gesehen eher Zweitklassigkeit, die eben ganz stark darauf verweist, dass es hier um Schnelligkeit ging und weniger um Qualität. Fragt man sich nun, wo die Vorbilder für ein solches Gebäude gelegen haben könnten. Und Kunsthistoriker suchen immer nach Vorbildern für Bauwerke. So muss man zurückgehen, meine Damen und Herren, in die Zeit um 1700. Sie sehen auf der linken Seite ein Schloss, das im Norden Englands steht. Das heißt Castle Howard und ist für die Familie Howard errichtet worden von einem englischen Architekten, der ursprünglich Theaterarchitekt war, ein Mann namens John Benoit. Das ist eines der größten Schlösser neben Schloss Blenheim, die es heute in England zu bestaunen gibt. So, meine Damen und Herren, baute man in Europa in der Nachfolge des berühmten Schlosses Versailles um 1700. So repräsentierten die Fürsten der hochbarocken Zeit, übrigens diejenigen, die Friedrich selbst gerne kritisiert hat. Er nannte nämlich seinen Vorfahr Friedrich den Ersten, König in Preußen, gerne einen Verschwender. Friedrich baute also im Jahre 1763 ein Schloss, das kunsthistorisch 6 Jahrzehnte hinter der Zeit lag. Auch das wiederum belegt, dass der König vom Kunstgeschmack her ausgesprochen konservativ war und dass es wirklich nur um die Geste ging und weniger um die Qualität. Und wenn Sie dann rechter Hand noch hinzunehmen, dass im Jahr der Fertigstellung des neuen Palais, eines der schönsten Schlösser Deutschlands entstand, der Gründungsbau des europäischen Neoklassizismus auf dem Kontinent, nämlich Schloss Wörlitz, dann kann man sehen, welch ein großer Anachronismus dieses neue Palais gewesen ist, dass Friedrich da innerhalb von nur wenigen Jahren mit aller Macht aus dem Boden stampfen ließ. Der Park von Wörlitz feiert übrigens auch bald ein Jubiläum im Jahre 2014. Und ich glaube, dass die Schlossanlagen von Wörlitz und von Sanssouci zwei der größten Sehenswürdigkeiten sind, die wir überhaupt in Deutschland besitzen. Zumal, wenn es um den Geist des 18. Jahrhunderts geht und wenn Sie die Gelegenheit haben, fahren Sie 2014 mal hin und schauen Sie sich, man kann das wirklich so sagen, das Wunder von Wörlitz einmal genauer an. Ein berühmter, leider inzwischen verstorbener deutscher Historiker mit Namen Theodor Schieder brachte vor einigen Jahrzehnten eine Sammlung mit biografischen Essays über Friedrich den Großen auf den deutschen Büchermarkt. Er suchte nach einem Titel und letzten Endes entschied man sich, dieses Buch mit den verschiedenen Aufsätzen zu überschreiben mit Friedrich der Große, Königtum der Widersprüche. Und ich glaube, dass Theodor Schieder daran sehr gut getan hat. Und wie widersprüchlich die Persönlichkeit Friedrich des Großen gewesen ist, kann man sozusagen im Park von Sanssouci mit Augen selbst erkennen. Schauen Sie sich einmal diese beiden Schlossgebäude an, vielleicht hier etwas ungünstig dargestellt. Sanssouci wirkt hier größer, als es wirklich ist. Auf der rechten Seite das Musenschloss, in dem der König als Philosophenkönig, wie er das auch selbst gesagt hat, residierte, als Mann, der antike Schriften studierte, der Briefe schrieb, der eine eigene Bibliothek besaß, der musizierte, der an der Spitze einer gelehrten Tafelrunde sich austauschte. Und auf der anderen Seite der Monumentalbau eines zum Teil sehr herzlosen, hart kämpfenden, nach Ruhm suchenden Feldherrn, der Europa in insgesamt 3 Kriege verwickelt hat. Mehr Widersprüchlichkeit, meine Damen und Herren, innerhalb von einer Entfernung 1 Kilometer kann man, glaube ich, gar nicht mehr darstellen. Und ich glaube, dass viele Besucher, die heute nach Sanssouci fahren, um sich den Park anzuschauen, sich dieses Tatbestandes, deswegen muss man das immer mal wieder unterstreichen, gar nicht wirklich bewusst sind. Während der Bauarbeiten am neuen Palais und bis in die 1770er Jahre hinein hat Friedrich dann noch eine Reihe von kleinen, ganz verschiedenartigen Bauwerken im Park von Sanssouci errichten lassen. Zum Teil sehr versteckt und für den Besucher gar nicht auf den ersten Blick einzusehen. Linke Hand sehen Sie den sogenannten Freundschaftstempel im Park von Sanssouci und hier auf der rechten Seite den sogenannten Antikentempel.
Friedrich hat insgesamt 5 Geschwister gehabt. Die bekannteste seiner Schwestern war sicherlich Wilhelmine, die Markgräfin von Bayreuth. Mit der hat Friedrich sich Zeit seines Lebens geschrieben. Es ist die einzige Frau, von der man nachweisen kann, dass er sie wirklich als Persönlichkeit geschätzt hat. Friedrich hat sie in vielerlei Fragen zu Rate gezogen und als sie 1758 starb, war der König zutiefst betrübt. Sie starb allerdings mitten im Siebenjährigen Krieg, sodass Friedrich nicht die Zeit hatte, ihr ein Denkmal zu setzen. Als der Krieg zu Ende war und Friedrich einige Jahre nachgedacht hatte, wurde dieser kleine Tempel Ende der 1760er Jahre im Park unweit des Neuen Palais errichtet. Und man sieht in diesen Medaillons an den Säulen, sind übrigens wieder so Doppelsäulen wie am Eingang in den Park von Sanssouci, offenbar Friedrichs, wie Adrian von Butler einmal gesagt hat, Königsmotiv. Man findet diese nah zusammengerückten Säulen immer wieder. Da sind berühmte Freundschaftspaare der Antike dargestellt, allerdings ausschließlich Männer. Und in der Mitte sitzt hier auf dem Bild, ein bisschen schlecht zu erkennen, die Schwester Wilhelmine. Das ist also ein Denkmal für sie. Und da Friedrich offenbar die Männerfreundschaft viel, viel mehr geschätzt hat als den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht, muss man sozusagen diesen kleinen antiken Tempel sozusagen auch als ein Adelsprädikat für die eigene Schwester sehen. Er hebt sie sozusagen auf die Ebene seiner Männerfreundschaften, die ihm so viel mehr bedeutet haben. Auf der rechten Seite sehen Sie dann den kleinen antiken Tempel, den Friedrich um 1770 errichten hat lassen. Friedrich sammelte sein ganzes Leben über Antiken. Ich habe das schon eingangs erwähnt. Er kaufte zum Beispiel 1742 eine der größten antiken Sammlungen, die es auf dem Kontinent überhaupt gab, und zwar die des französischen Kardinals Melchior Polignac. Dazu gehörten berühmte Skulpturen, wie zum Beispiel der betende Knabe, den dann später Napoleon geraubt hat, aus Sanssouci nach Paris gebracht hat und der heute in einem Nachguss wieder am Grab Friedrich des Großen in Sichtweite zu besuchen ist. Hier brachte Friedrich der Große aber auch die antiken Sammlungen seiner Vorfahren unter, stellte sich also in eine preußische Tradition der Romverehrung, denn schon der große Kurfürst hatte Antiken gesammelt und auch Friedrich I., König in Preußen, der sich ja 1701 selbst in Königsberg eine Königskrone aufs Haupt gesetzt hat. Ergänzt wurde das Ganze um eigene Sammelstücke, die Friedrich erworben hatte. Gemmen gehörten dazu, Münzen, diverse Medaillen und auch zahlreiche Skulpturen. Es war also der zweite Ort im Park von Sanssouci, der gemeinsam mit dem Bau der Bildergalerie zur Ausstellung von Kunstwerken gedacht war, auch zu deren Unterbringung. Und dann ließ Friedrich 1772 das letzte Bauwerk im Park von Sanssouci errichten, das auf heutige Besucher oft sehr verwirrend und etwas merkwürdig wirkt. Es steht auf dem sogenannten Klausberg am nordwestlichen Rand des Parkes. Friedrich besaß Bücher mit vielerlei Abbildungen aus der Zeit der Antike. Es gehörte für einen Fürsten im 18. Jahrhundert zum guten Ton, Stichwerke zu sammeln, Architekturtraktate zu besitzen. Friedrich besaß eine Bibliothek von mehr als 3000 Büchern. Das mag uns aus heutiger Sicht als nicht sehr viel erscheinen, wenn man aber bedenkt, wie schwer es damals war, ein Buch herzustellen. Und wie wertvoll Bücher, die wir heute in manchen Gesellschaften, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, in den Müll werfen, wenn wir sie gelesen haben, wie wertvoll Bücher damals gewesen sind, dann sind 3000 Bücher ausgesprochen viel. Also Friedrich war ein sehr gelehrter Mann und beschäftigte sich eben auch mit Architekturtraktaten und beschäftigte sich auch mit Rekonstruktionen antiker Architektur. Und hier hat ein Zeitgenosse Friedrich des Großen einmal versucht, in einem Buch den Eingang zum Palatinspalast in Rom, wie ihn die antiken Kaiser gestaltet haben, sozusagen zu rekonstruieren. Und Friedrich kannte dieses Buch und ließ nach der Rekonstruktion dieses Gebäude im Park von Sanssouci errichten. Wenn man hinaufsteigt, sieht man noch einmal den ganzen Park. Da es am Ende des Lebens des Königs gebaut worden ist, er lebte noch etwas mehr als ein Jahrzehnt, aber danach ließ er kein Gebäude mehr errichten, könnte man natürlich meinen, Friedrich hat es gebaut, um sozusagen die Architektur des Parkes Revue passieren zu lassen. Das wäre eine mögliche Interpretation. Unlängst ist aber darauf verwiesen worden, dass man hier rekonstruierte römische Antike sehen kann und beim Schloss Sanssouci, Sie erinnern sich an den Ruinenberg, eine künstlich gestaltete Ruine. Ist also mit diesen beiden Architekturen, die etwas oberhalb des Parkes liegen, so in einer Linie, vielleicht die Aussage verknüpft, dass sozusagen am Anfang seines Lebens der Ruhm für Friedrich noch brüchig gewesen sei
Und dass man jetzt nach dem zweiten gewonnenen oder dem dritten gewonnenen Krieg um Schlesien, nämlich dem Siebenjährigen, eben davon sprechen kann, dass Friedrich seinen Ruhm verstetigt hat. Es ist fertige, es ist wiederhergestellte Antike, keine Ruine. Darüber kann man lange spekulieren und die Forschung muss sich da noch ein bisschen bemühen, um Endgültiges zutage zu fördern. Friedrich der Große, meine Damen und Herren, starb am 17. August 1786. 1712 ist er geboren, Sie können also rechnen, er ist 74 Jahre alt geworden. Bereits zu seinen Lebzeiten hat er mehrfach in insgesamt 4 testamentarischen Schriften festgelegt, dass er im Park von Sanssouci begraben werden wollte. Sie sehen hier einmal das Schloss von Sanssouci aus der Ferne mit den ergänzten Seitenflügeln aus dem 19. Jahrhundert. Und dann sehen Sie 2 grüne Triage-Pavillons, so sagt man, im Hintergrund den Ruinenberg. Und hier an der Seite befindet sich die Grabstätte Friedrich des Großen. Bereits zu Lebzeiten, noch bevor der Schlossbau begann, ließ Friedrich dort eine Gruft ausheben. Das heißt, schon 1744 ist dem König klar gewesen, dass er eines Tages hier in seiner Schöpfung am Schloss im Park von Sanssouci begraben werden möchte. Friedrich hat darauf in mehreren Testamenten immer wieder hingewiesen. Und ich will Ihnen einmal aus dem berühmtesten Testament des Königs, viele werden diesen Text vielleicht schon einmal in einer etwas kürzeren Version gehört haben, ein Stückchen vorlesen. Denn dieses Stückchen, das ich Ihnen vorlesen will, verrät uns ganz viel über die Geisteshaltung Friedrichs. Unser Leben, so schreibt er 1769, da hatte er also noch 17 Jahre zu leben, in seinem 4. Testament, unser Leben führt uns mit raschen Schritten von der Geburt zum Tode. Schauen Sie dazu einmal auf das Grab. In dieser kurzen Zeitspanne ist es die Bestimmung des Menschen, für das Wohl der Gemeinschaft, deren Mitglied er ist, zu arbeiten. Seit dem Tage, da mir die Leitung der Geschäfte zufiel, war es mein ernstes Bemühen, mit allen Kräften, die mir die Natur verliehen hat und nach Maßgabe meiner schwachen Einsicht, den Staat, den zu regieren ich die Ehre hatte, glücklich und blühend zu machen. Ich habe dem Recht und den Gesetzen zur Herrschaft verholfen, habe Ordnung und Klarheit in die Finanzen gebracht und im Heere die Manneszucht erhalten, die ihm seine Überlegenheit über die anderen Truppen Europas verschaffte. Er rückt sich natürlich auch ein Stück weit in ein sehr positives Licht. Nachdem ich diese Pflichten gegen den Staat erfüllt habe, hätte ich mir ewige Vorwürfe zu machen, wenn ich die Angelegenheiten meiner Familie vernachlässigte. Zur Abwendung von Zerwürfnissen, das ist ja heute noch so, unter meinen Angehörigen, die wegen meiner Erbschaft entstehen könnten, erkläre ich in dieser feierlichen Urkunde meinen letzten Willen. Und jetzt kommen diese ganz berühmten Sätze, die seine Zeitgenossen, als das Testament dann veröffentlicht wurde, regelrecht erschüttert haben müssen. Denn was er jetzt schrieb, war für einen König so ungewöhnlich, so neu und überhaupt nicht nachvollziehbar für seinen Nachfolger, dass man diesem Willen im 18. Jahrhundert dann tatsächlich nicht entsprochen hat. Da heißt es, gern und ohne Klage gebe ich meinen Lebensodem der wohltätigen Natur zurück, die ihn mir gütig verliehen hat und mein Leib den Elementen, aus denen er besteht. Ich habe als Philosoph gelebt und will als solcher begraben werden, ohne Gepränge, ohne feierlichen Pomp. Ich will weder geöffnet noch einbalsamiert werden. Man bestatte mich in Sanssouci auf der Höhe der Terrassen in einer Gruft, die ich mir habe extra dafür herrichten lassen. Prinz Moritz von Nassau ist in gleicher Weise in einem Wäldchen bei Kleve beigesetzt worden. Sterbe ich in Kriegszeiten oder auf der Reise, soll man mich am ersten Ort beisetzen und im Winter nach Sanssouci an die bezeichnete Stätte verbringen. So schrieb er 1769 und Sie wissen, Friedrich Wilhelm II. Hat diesem Testament nicht entsprochen. Möglicherweise auch, weil er ein solches Begräbnis für völlig unvorstellbar hielt. Friedrich wurde tatsächlich beigesetzt an der Seite seines verhassten Vaters in der Potsdamer Garnisonkirche und es hat bis ins Jahr 1991 gedauert, dass sein Sarkophag nach einer langen Odyssee tatsächlich in dieser Gruft beigesetzt worden ist. Aber auch nicht im Sinne seines Testaments, sondern völlig dem Testament diametral entgegengestellt, sind damals 80.000 Menschen nach Potsdam gekommen und den nächtlichen Fackelzug begleitete niemand geringerer. Ich finde das bis heute ein bisschen problematisch, als unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut Kohl, der damals versuchte, sozusagen nach dem Rockzipfel, wie er das selbst immer gern genannt hat, des Mantels der Geschichte zu greifen. Wenn man sich diese Grablege, wie Friedrich sie zu Lebzeiten
sich hat arrangieren lassen, anschaut. Und wenn man dann noch dazu den Text des Testamentes nimmt, dann spricht alles dafür, dass Friedrich sich hier hat ein Freimaurergrab arrangieren lassen. Wir wissen, dass Friedrich 1738 Mitglied einer Loge geworden ist. Er wurde sofort Meister, was eigentlich in der Freimaurerarbeit undenkbar ist, weil man erst verschiedene Grade zu durchlaufen hat. Friedrich spricht davon, dass er seinen Lebensodem der gütigen Natur zurückgeben wolle. Das ist sehr freimaurerisch. Die Natur, die den Lebensodem gegeben hat, erhält ihn zurück. Er lässt sich im Osten beisetzen, dort, wo die Sonne, die das Licht bringt, eines der wichtigsten Symbole der Freimaurerei, aufgeht. Hier ist eine Göttin der Blumen dargestellt mit einem Westwind. Beide bringen zusammen den Frühling. Auch das ist ein Symbol vom ewigen Leben, das die Freimaurer ja durch wohltätiges Tun in ihrer Lebenszeit anstrebten. Wir können also aus heutiger Sicht ganz stark vermuten, dass dieses Grab die Grablege eines Königs gewesen ist oder ist, der zutiefst freimaurerisch gedacht hat und dass seine Zeitgenossen allen voran, sein Nachfolger Friedrich Wilhelm II., das überhaupt nicht begriffen haben. Dann schauen Sie einmal auf die im Kreis herum aufgestellten Figuren. Die erinnern noch einmal an die Romliebe Friedrich des Großen. Er sah sich ein Stück weit offensichtlich in der Tradition der römischen Kaiser. Er sah sie aber vielleicht auch als sozusagen lebenslange Mahnung über den Tod hinaus im Sinne der großen, erfolgreichen Kaiser als König zu handeln. Es gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Historienbild aus dem Jahre 1802, das Sie hier auf der rechten Seite sehen. Es hat ein Mann namens Johann Christoph Frisch gemalt. Lange Zeit wurde es abgetan als Produkt der unkritischen Friedrich-Verehrung. Sie sehen hier Friedrich den Großen mit dem Marquis d'Argens, einem französischen Philosophen, Schriftsteller, Dichter, Intellektuellen, der Mitglied in der Tafelrunde Friedrichs gewesen ist. Die beiden stehen an der Gruft, die gerade für Friedrich ausgehoben wird. Das entspricht den Tatsachen. Zu Lebzeiten wurde diese Gruft gestaltet. Im Hintergrund sehen Sie Schloss Sanssouci mit dem Bibliothekszimmer, in dem Friedrich sich oft aufgehalten hat, sodass er die Arbeiten an seinem Grab auch hat sehen können. Die gingen nämlich über die Jahre weiter. Man begann 1744, aber es dauerte länger. Und wenn man das Bild sich ganz genau anschaut, dann ist dieses Bild voll mit Symbolen der Freimaurerei. Und könnte man natürlich sagen, Herr Frisch hat es nach dem Tod Friedrichs gemalt. Aber die Aussagen sind so eindeutig, ich will vielleicht versuchen, das zu entschlüsseln, dass man wohl davon ausgehen muss, dass es wirklich ein Freimaurerbegebnis gewesen ist. Schauen Sie mal, ein offenes Grab ist ohnehin immer ein Symbol für die Freimaurerei. Dann sehen Sie hier einen Trog, in dem jemand etwas anmischt, vielleicht so wie Mörtel. Sie wissen, die Freimaurer begreifen ihre Lebensarbeit als Arbeit am rauen Stein, also an der eigenen Persönlichkeit, die es Zeit eines Lebens schrittweise zu verbessern gelte. Schauen Sie mal, was hier im Hintergrund zu erkennen ist. Neben Friedrich ist ein Haufen behauener Steine zu sehen. Und neben dem Marquis d'Argens, den Friedrich selbst als Hypochonder bezeichnet hat, als jemanden, der den Tod gefürchtet hat, im Gegensatz zu Friedrich, der immer von sich behauptete, als stoischer Mensch mache ihm der Tod nichts aus, hier sieht man einen unbehauenen Haufen von Steinen. Und dann sieht man eine ganze Reihe von Werkzeugen, die die Freimaurer auch nachweislich in ihren Ritualen einsetzten, und auch heute noch einsetzen. Ein Winkelmaß, eine Kelle, eine Leiter, die zum Licht hinaufführen soll, ein Lineal. Hier sieht man eine Akazie als Zeichen des ewigen Lebens. Und nun kommt das Überzeugendste. Friedrich selbst ist als Zirkel dargestellt. Der Wanderstock und seine Körperhaltung ahmen gewissermaßen einen Zirkel nach, während der Marquis d'Argens die Arme verschränkt hat und von der Ideenwelt des Königs offensichtlich nichts wissen will. Und nimmt man jetzt noch diesen Pavillon hinzu, den Sie auf linker Seite sehen können, in dem ein antiker Knabe dargestellt ist, den Friedrich 1742 erwarb. Und schaut man sich an, wie dieser Knabe dargestellt ist. Er hebt nämlich die Hände sozusagen in betende Haltung und scheint die Natur anzubeten, das Universum. Dann ist auch das sehr freimaurerisch. Man kann natürlich in diesem Knaben auch eine zweite Botschaft sehen, nämlich die, dass Friedrich sich Zeit seines Lebens eher zu Männern hingezogen fühlt. Die heutige Forschung vermutet das auch sehr stark, denn dieser Knabe wurde im 18. Jahrhundert als Liebhaber des römischen Kaisers Hadrian Antinous bezeichnet. Aber hier in diesem Gesamtzusammenhang spielt das wohl eher eine geringere Rolle. Es geht um das freimaurerische Motiv, das Friedrich der Große
hier an seinem Grab hat arrangieren lassen. Wir sehen Friedrich hier gegen Ende seines Lebens in den 1770er Jahren dargestellt von seinem Hofmaler Anton Graf. Das ist wohl das berühmteste Friedrich-Porträt, das überhaupt jemals angefertigt worden ist. Es zeigt ihn so ein bisschen als paternalistischen, sorgetragenden, gütigen, alternden Monarchen. Unser Spaziergang, meine Damen und Herren, um zum Ende meiner Ausführung zu kommen, hat uns Friedrich als eine sehr vielgestaltige und widersprüchliche Persönlichkeit gezeigt. Als einen sehr individuellen Monarchen, der Wert darauf gelegt hat, in die Kunst, die er in Auftrag gab, selbst einzugreifen. Als jemand, der sich sehr in der Geistesgeschichte umgetan hat. Als jemand, der vom Deismus angezogen war. Jemand, der freimaurerischen Idealen nachhing. Jemand, der musische Neigungen hatte, der las, der Flöte spielte, aber zugleich eben auch jemand, der so ganz unmusisch gewesen ist und drei Europa erschütternde Kriege vom Zaun gebrochen hat. Das letzte Wort am heutigen Abend, meine Damen und Herren, soll ein in Potsdam sehr bekannter Bauhistoriker haben. Er heißt Friedrich Mielke und er hat 1981 eins der großen Standardwerke über Potsdamer Architektur geschrieben. Es heißt Potsdamer Baukunst, ist inzwischen, glaube ich, in der 5. Auflage erschienen. Und da schreibt Friedrich Mielke über Friedrich den Großen und seine Bauten in Potsdam und Sanssouci Folgendes. In seinen Schriften und Briefen zeigt sich der Charakter Friedrich des Großen viel weniger deutlich als in den Taten, die sich in Potsdam und Sanssouci in seinen Bauten manifestierten. Hier ist eine Verstellung des Königs nicht möglich. Dem sorgsamen Betrachter bietet sich authentisches Material dar, das überhaupt keine Täuschung zulässt. Recht hat er, so zumindest meine Auffassung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Dr. Föhringer hat uns, denke ich, einen überzeugenden, einen mit Herzblut vorgetragenen, überzeugenden Vortrag geliefert, einen Spaziergang durch den Schlosspark Sanssouci. Das Jahr ist ja noch nicht vorbei und der Herbst steht uns noch bevor, falls Sie also noch nicht da waren. Der Schlosspark ist noch offen, ich weiß nicht ganz genau wie lange, aber sicherlich noch bis Ende Oktober. Er ist sogar das ganze Jahr geöffnet, aber einige der kleineren Gebäude werden dann geschlossen. Und die Ausstellung können Sie, glaube ich, noch sehen bis 29. Oktober. Ja, also machen Sie sich auf dazu. Aber vielleicht gibt es vorher noch Fragen an Herrn Dr. Föhringer. Ja, gerne. Er ist sicherlich gerne bereit, auf Ihre Fragen einzugehen. Bitte schön. Eine kleine Ergänzung zu der Einladung Voltaires zum Essen. Die kennen viele von Ihnen wahrscheinlich auch. Die Antwort Voltaires, ein großes G und ein kleines A. Französisch, j'ai grand appétit. Das war die Antwort. Und zu Ihrem Schlusswort möchte ich sagen, also die Widersprüchlichkeit Friedrichs des Großen erscheint nicht nur in der Architektur, wie Sie eben sehr überzeugend dargelegt haben, sondern mindestens ebenso in seinen Schriften von Anfang an. Die Widersprüchlichkeit schon zwischen dem Anti-Machiavell, den er in Rheinsberg entwarf, und in dieser Schrift sind die Hauptbegriffe der Französischen Revolution schon 50 Jahre vor ihrem Ausbruch genau wörtlich enthalten. Aber im Widerspruch dazu stand sofort die Handlungsweise des Königs, der Überfall auf Schlesien, im Zeichen eines ungebremsten Machiavellismus. Also die Schriften sind nur schwerer zugänglich. Sie sind sehr umfangreich, sie sind in französischer Sprache verfasst
und man kann sie eigentlich nur verstehen, wenn man daneben hält die Kenntnis der klassischen französischen Literatur und der französischen Aufklärer, soweit sie Friedrich bekannt waren. Also das ist dagegen zu setzen. Und ich hatte das Glück, darüber vor Jahren schon in der Hermann-Ehlers-Akademie auch zu referieren. Die Älteren unter Ihnen oder einige sind vielleicht dabei gewesen, als 1986 in den alten Rollen der Hermann-Ehlers-Akademie Friedrichs des Großen Todestag gefeiert wurde mit einem Menü von 8 Gängen, die alle nach Rezepten der Zeit Friedrichs des Großen gestaltet waren. Eine Ergänzung von Herrn Dr. Butzlaff. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Ja, bitteschön. Herr Dr. Föhringer, die Frage, die hat es eine Bedeutung, dass wir insgesamt 6 Reihen am Weinberg haben? Hat es eine Bedeutung? Wie interpretieren Sie das bitte? Ja, das ist schwer zu sagen. Also es gibt Zeitungen von Friedrich dem Großen, da sind es 3 Stufen gewesen bei den Weinbergen. Und Adrian von Butler, der ja jetzt ein Buch über den Park von Sanssouci geschrieben hat, vertrat so ein bisschen die These, das könnten sozusagen die Stufen sein, die man im Leben eines Freimaurers zu durchlaufen hat. Ich glaube, das sind laut freimaurerischem Ritus 3 Grade. Ich bin selbst kein Freimaurer, deswegen kenne ich mich vielleicht nicht genügend aus. Tatsächlich sind dann aber 6 Weinberge gebaut worden. Und da kann ich wirklich nur spekulieren. Ich kann Ihnen keine Erklärung beibringen. Interessant ist die Frage allerdings auch in dem Zusammenhang, woher kommt eigentlich die Idee, einen solchen Berg zu terrassieren und auf den Berg ein Schloss zu stellen? Es gibt Historiker, noch vor Jahrzehnten, die gesagt haben, Friedrich hätte damit eine Art Feldherrnmotiv aufgegriffen. So wie der Feldherr auf dem Feldherrnhügel steht, hat er dieses Schloss bauen lassen. Es ist aber wahrscheinlich so, dass Georg Wenzelslaus von Knobelsdorf auf seinen Reisen, auf die Friedrich ihn geschickt hat, der König hat das bezahlt, Villen in Europa gesehen hat, zumal in Italien, in Tivoli, in Frascati und auch in der Umgebung von Florenz. Und da ist es oft so, dass eine Villa aus der Renaissancezeit im Tal steht und dahinter angelegt ein langsam ansteigender Hain. Und dieses Motiv haben Knobelsdorf und Friedrich sozusagen umgedreht und das Schloss auf die Spitze des Berges gestellt. Es gibt auch ein Kloster am Rhein, Kampen, wo man einen solchen Weinberg findet. Aber bis heute hat niemand wirklich nachvollziehbar und glaubhaft nachweisen können, dass Friedrich dieses Kloster gekannt haben könnte. Also muss man davon ausgehen, dass es seine eigene Idee war, dass es vielleicht ein Stück weit die Idee von Knobelsdorf gewesen ist und dass letzten Endes die Eindrücke, die Knobelsdorf in Italien aufgenommen hat und die Friedrich aus Büchern kannte, von den italienischen Villen maßgeblich gewesen sind. Man kann ja in einem Abendvortrag, meine Damen und Herren, selten alles erwähnen, was man sozusagen erarbeitet hat. Man müsste zum Beispiel im Zusammenhang mit Schloss Sanssouci auch nochmal darüber sprechen, inwieweit die Villenbriefe, die der römische Schriftsteller Plinius der Jüngere aus seine Villa an Zeitgenossen in der Antike geschrieben hat, möglicherweise Vorbild für Schloss Sanssouci gewesen sind. Und in diesen Briefen zum Beispiel erwähnt Plinius einen Weinberg. Aber das ist ein bisschen spekulativ. Die Wissenschaft würde dann sagen, further research is needed, also weitere Forschung ist notwendig. Ja, bitte. Meine Frage, besteht eigentlich ein Zusammenhang zwischen der Länge des ganzen Parkes zu seiner Breite? Naja, der Park ist sehr stark angepasst an den geografischen Gegebenheiten. Also Schloss Sanssouci, die Bildergalerie, auch die neuen Kammern, die ich Ihnen heute Abend nicht gezeigt habe, stehen auf dem Höhenzug oberhalb des Parkes und der eigentliche Hauptteil des Parkes erstreckt sich dann gewissermaßen parallel zu diesem Höhenzug in einer Ebene. Nun ist es so gewesen, dass Friedrich wohl ursprünglich geplant hat, und wie gesagt, man kann im Rahmen eines Abendsvortrages nicht alle Aspekte einer Parkanlage ansprechen, ein Gegenschloss zu Schloss Sanssouci zu errichten, also ein Bau in der Ebene. Dann wäre das Verhältnis von Länge und Breite ein ganz anderes geworden. Dann hätte Sanssouci so ähnlich ausgesehen wie das obere und das untere Belvedere des Prinzen Eugen in Wien. Friedrich hat das nicht verwirklicht,
möglicherweise hat er diese Pläne fallen lassen wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen, die er Preußen geführt hat. Genaues kann ich Ihnen dazu heute Abend aber nicht sagen. Aber es gibt nicht so etwas wie zum Beispiel einen goldenen Schnitt oder so ein bestimmtes Verhältnis von Länge zu Breite der Parkanlage. Das nicht. Sie dürfen gerne alles, was Sanssouci, den König Potsdam betrifft, fragen. Stehen gerne Rede und Antwort, soweit ich das kann. Okay, im Augenblick scheint das nicht der Fall zu sein. Vielleicht ergibt sich das gleich noch, wenn wir uns auflösen im direkten Gespräch. Ich möchte Ihnen dann deshalb an dieser Stelle, Herr Dr. Föhringer, noch einmal ganz herzlich danken für Ihren Vortrag. Er war belehrend, er war unterhaltsam, er war absolut überzeugend und ich bin jetzt schon seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr da gewesen. Es wird Zeit, dass ich mich mal wieder auf den Weg mache und vielleicht der ein oder andere von Ihnen ja auch. Und wenn Sie es dieses Jahr nicht mehr schaffen, der Park ist nächstes Jahr sicherlich auch noch geöffnet. Ich bedanke mich für Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Heimweg und kommen Sie bei Gelegenheit wieder in die Hermann-Ehlers-Akademie. Guten Abend.